Ja, es ist mal wieder Mittwoch. Wir haben am Wochenende ein Heimspiel und wir legen hier auf zur zweiten Runde, zur zweiten Mittwochsrunde, die wir ja einlegen vor jedem Heimspiel. Wir wollen einen Rückblick auf ein Spiel wagen, was wir vor 11 Tagen hatten, und eine Vorschau auf das Bissendorf-Spiel, das am kommenden Samstag um 19.30 Uhr hier in eigener Halle stattfinden wird. Heute habe ich mal ausnahmsweise 2 Gäste. Natürlich wieder den Trainer Henning Sohlen. Moin Henning. Hallo. Und mitgebracht hat Henning unseren Neuzugang vom TV Kloppenburg, Jürgen Erdmann. Hallo Jürgen. Hallo. Mit Jürgen will ich dann auch gleich mal beginnen. Jürgen, du bist neu beim TSG, allerdings so neu auch nicht. Du hast schon längere Zeit für die TSG gespielt. Skizzier doch bitte mal kurz deinen handballerischen Weg. Ja, ich bin 2000 bin ich zur TSG gekommen. Bin dann 2004 mit der TSG in die Regionalliga aufgestiegen, war dann kurzzeitig in Hude, bin dann wieder zurückgekommen, habe dann bis 2007 in der Regionalliga gespielt und bin im Februar 2007 habe ich mit Handball erstmal aufgehört. Bin dann zum TV Kloppenburg gegangen im Sommer, habe dort 5 Jahre gespielt und bin jetzt zur neuen Saison wieder zurückgekommen. Wie hat sich das gestaltet? Was hat dich letztlich bewogen, die Stiefel hier wieder für Sandkrug zu schnüren? Die sportliche Perspektive hat mich gereizt. Ich denke, wir haben einen super Kader zusammen und hoffe, dass wenn alle wieder fit sind, das ist ja zurzeit eher unser Problem, was wir so haben, dass wir oben auch gut mitspielen können. Damit wären wir gleich bei der sportlichen Perspektive. Wo siehst du das Team am Ende der Saison in etwa? Was schätzt du? Wo lauft ihr ein? Es stand heute, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn ich höre, dass unser Kader von Woche zu Woche kleiner wird. Ich habe eigentlich gehofft, unter die ersten 2 zu kommen. Aber ich denke, das Ziel ist trotzdem unter die ersten 4. Das sollten wir im Auge behalten. Das ist ja ein ziemlich hohes Ziel. Und ich denke, wenn das erreicht werden könnte, wären wir hier in Sandkrug alle zufrieden. Vielleicht noch ein Wort aus deiner Sicht, aus Sicht des Spielers, Jürgen Erdmann. Wie hast du das Spiel gegen Barnsdorf gesehen, das erste Saisonspiel, was ihr ja 29-26 gewinnen konntet? Ja, es war lange Zeit sehr knapp und ich denke, am Ende war vielleicht auch ein bisschen Glück, teilweise dabei bei einigen Entscheidungen, und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir diese 2 Punkte eingefahren haben. Okay, vielleicht zuletzt noch einen Tipp. Wagst du einen Tipp? Dein Trainer tut sich immer ziemlich schwer damit, aber vielleicht kann ich dir einen Tipp entlocken für das nächste Spiel gegen Bissendorf. Ich tippe 28-23 für uns. Das wäre sicherlich ein Ergebnis, was auch den Trainer zufriedenstellen würde, oder? Was sagst du dazu, Henning? Naja, die richtige Tendenz getippt, ne? Bei den Toren wäre ich sicherlich ein bisschen anderer Meinung, aber du weißt ja, als Trainer muss ich ja sowieso immer die richtige Tendenz, nämlich die für Hansankrupp tippen. Von daher tue ich mich eigentlich gar nicht so schwer mit Tipps. Ich glaube einfach, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Das wäre nicht schlecht. Henning, das letzte Spiel liegt 11 Tage zurück. Wie gesagt, ihr habt mit 3 Toren am Ende gewinnen können. Was kannst du als Trainer aus dieser ersten Begegnung mitnehmen? Im Grunde gar nichts mehr, denn 11 Tage sind wieder rum. Ich verstehe diesen Spielplan ja eh nicht so wirklich. Gut, wir haben jetzt ein verlegtes Spiel gehabt, jetzt dazwischendurch. Aber dieser Oberliga-Spielplan ist für mich ja sowieso ein Hohn. Wir haben alle 2 Wochen mal wieder frei. Am Ende spielen wir bis Anfang Juni, weil wir jetzt eine 15er Liga haben. Und was kann ich mitnehmen? Ich habe ja damals der Zeitung gesagt, dass ich glaube, dass das Spiel unter anderem unser Physiotherapeut mitgewonnen hat, Sigi Schmitz, der nämlich unsere ganzen Invaliden oder unsere angeschlagenen Spieler wieder fit gekriegt hat. Und am Ende bin ich genau wie Jürgen der Meinung. Ich bin froh, dass wir die 2 Punkte haben gegen Barnsdorf. Das war ein guter Auftakt. Wir haben den Vizemeister geschlagen zu Hause und jetzt geht's weiter. Du hast es angesprochen, unser Physio hatte Arbeit ohne Ende beim letzten Spiel oder vor dem letzten Spiel. Wie sieht die Situation bezüglich der Verletzten-Misere, sag ich mal so, zur Zeit aus? Ja, arbeitslos wird unser Physio sicher nicht. Ne? Kriegt im Moment immer mehr. Wir haben so ein bisschen die Seuche gerade. Gut, ich will da gar nicht klagen und jaulen, das ist einfach im Sport so. Wir haben Andrzej Szaszewski ja halbwegs wieder fit. Das heißt, man hat ja gesehen, halbwegs. Gegen Barnsdorf war es ja auch noch nicht wirklich viel. Robert Langner hat die Zerrung auskuriert, der ist fit. Philipp Rolte, den ich ja geschont habe, ist auch fit, kein Problem. Dafür hat sich dann unser Youngster Nico Hengst, der einen ganz guten Einstand hatte gegen Barnsdorf mit seinen 2 schönen Toren, hat sich Schlüsselbein gebrochen, also der fällt sicher noch ein bisschen aus.
Birger Wendholz wird diese Woche operiert, hat einen Knorpelschaden, fällt 2 Monate aus. So, von daher haben wir da so ein bisschen das ein oder andere Problem, ein oder andere Wehwehchen. Der Kader ist groß genug, der Kader ist gut, wir werden das schon kompensieren können. Ja, insofern kam euch ja möglicherweise die Pause am letzten Wochenende dann doch nicht so ungelegen. Oder sehe ich das falsch? Ja, für die Regeneration kam sie uns ganz gelegen. Als Trainer würde ich ganz gerne mal jetzt auch jede Woche ein Spiel haben, damit wir auch mal in den Rhythmus kommen. Und nicht wieder eine Woche frei und wieder eine Woche frei. Denn die Vorbereitung war sehr lang, muss man ja sagen. Wir haben ja 6 Wochen intensiv trainiert und dann hast du ein Spiel und dann hast du danach wieder 2 Wochen frei. Für die Regeneration super, aber jetzt kann es auch endlich mal wieder ein bisschen losgehen. Ja, am Samstag kommen jetzt die Bissendorfer. Bislang haben die 2-mal gespielt, haben sich 2-mal mit dem Gegner die Punkte geteilt. Wie schätzt du die Truppe ein? Mal vielleicht ganz kurz. Ja, ich sag mal, 2-mal mit dem Gegner die Punkte geteilt reicht auch. Jetzt können sie es auch 1-mal dem Gegner geben, nämlich uns. Das heißt, ich schätze die Truppe natürlich so ein, dass sie nicht das Ziel haben, was Jürgen gerade formuliert hat, was wir haben. Das ist auf der einen Seite mal so, es ist eine sehr junge Truppe, die auch ein bisschen umgestaltet ist, soviel ich weiß. Das heißt, sie haben ja jetzt auch viele aus ihrer letztjährigen A-Jugend-Bundesliga dazugenommen. Eine sehr schnelle Mannschaft, körperlich sicherlich nicht gerade die überragendste Mannschaft der Liga, von der Größenordnung her, von der Größe her. Aber es ist halt eine extrem tempospielende Mannschaft und da werden wir sicherlich uns am Wochenende strecken müssen. Aber ich bin da trotzdem ganz zuversichtlich, dass wir die Punkte hier halten. Ja, du sprachst den Spielplan vorhin an. Der Spielplan beschert uns natürlich jetzt gleich 2 Spiele innerhalb von 4 Tagen. Das heißt, am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, geht es weiter mit einem Auswärtsspiel. Wir müssen nach Habenhausen. Eine harte Nuss, möchte ich mal so sagen. Vielleicht auch dazu mal schon einen kurzen Ausblick, weil die nächste Mittwochsrunde schaffen wir bis dahin nicht mehr. Das können wir hier gleich in einem Abwasch mit abhandeln. Ja, wir haben ja nach der letzten Mittwochsrunde, glaube ich, mal überlegt, ob wir hier so ein Phrasenschwein hinstellen wollen. Das könnte ich jetzt gut füttern, indem ich sage, von Spiel zu Spiel denken. Ne, da käme ja wieder eine. Aber das Habenhausen-Spiel ist natürlich ein richtiger Brocken. Denn Habenhausen ist für mich, habe ich immer gesagt, der absolute Top-Favorit dieser Saison mit Bremervörde zusammen, die überraschenderweise in Gramke verloren haben. Ja. Der Spielplan schlägt ja schon ein paar Kapriolen im Moment, die Runde. Das heißt, Habenhausen ist für mich der absolute Top-Favorit, seit Jahren oben dabei, eine hervorragend besetzte Mannschaft, körperlich extrem stark. Wir haben uns, seitdem ich hier bin, in Habenhausen immer sehr, sehr, sehr schwer getan. Und das wird natürlich mal eine richtige Prüfung und das wird eine Standortbestimmung nächsten Mittwoch. Aber das ist erst nächsten Mittwoch, ne? Ja, zunächst mal müssen wir das Spiel gegen Bissendorf angehen. Hoffen wir mal auf eine volle Halle am Samstag. Alle Handballfreunde sollten sich aufmachen. Am Samstag um 19.30 Uhr hier in Hatten an der Schultreppe in die Halle an der Waldschule zu kommen. Danke an euch beide. Das wäre es soweit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss.